Wow, der ging gut weg. Speed Potion, okay. Können wir immer gebrauchen, Speed Potion. Fässer zerschlagen. Leather Gloves. Protection plus 2. Die kriegst doch mal du. So. Tome of Health. Plus 25 Leben. Wer hat wenig Leben? Ihr beide geht einigermaßen. Ihr seid Frontkämpfer. Also kriegst du mal mehr Lebenspunkte. So. Und dann gucken wir uns noch ein bisschen hier um. Denn das hier riecht ja geradezu nach einem Secret im Secret. Mauer leer, nein. Hier auch nichts. Hier auch nichts. Auch nicht. Nö. Auch nix. Nix. Nein. Nö. Nein. Nichts. Nichts, nichts. Hier rum vielleicht irgendwas. Hier ist kaputt. Nein, hier ist auch nichts. Und hier auch nicht. Gut. Das heißt, das ganze Essen kann erstmal wieder mit. Ich guck mal kurz, wer was vertragen könnte. Du kannst was vertragen. Und ihr beide könntet eigentlich auch mittlerweile was vertragen. Und du gib mal die ganzen überflüssigen Tränke an sie ab. So. Und dann gucken wir uns hier unten noch zu Ende um. Also hier sind wir, glaube ich, runtergefallen. Hier ist aber nichts mehr so weit. Hier wäre eine Nische, in der ist auch nichts mehr. Hier sehe ich auch nirgends Knöpfe. Hier auch nicht. Hier ist nur der Teleporter nach oben, durch den mir die Kerle vorhin gefolgt sind. Hier ist nichts. Hier ist auch nichts. Hier auch nicht. Hier auch nicht. Nö. Vielleicht hier in dem Zwischengang. Aber nein, hier sehe ich auch nichts. Okay, wieder nach oben. Das heißt, wir haben den Bereich hier, also den Bereich hier, geklärt. Ja, dass ich ja beschwert, dass er den Tempel sehen kann. Das sollten wir nochmal hingucken. So ein komisches Gefühl dabei. Also ja, hier war der eine Eingang, hier ist der, wo ist der Ausgang nochmal? Da ist der Ausgang. Es könnte sein, dass hier irgendwo in dem Gebiet noch ein zweiter Ausgang wäre. Weil er hat ja was von dem anderen Weg nach draußen geschildert. Wenn er sagt, der Tempel wäre hier. Oder meinte er damit einfach nur, dass der Ausgang nicht fern ist, fern sein kann? Nee, hier sehe ich nicht wirklich was Interessantes. Wenn, dann wäre der zweite Ausgang hier irgendwo oder hier im Rattennest. Na, vielleicht wirklich da runterspringen. Mal gucken. Aber bevor wir uns mit dem Wagen anlegen, P017, speichere ich nochmal. Weil gegen die Waage ist garstig. Ah ja, genau hier lang. Genau, hier war ja das Rattennest.
Es könnte vielleicht sogar sein, dass hier irgendwo noch ein Secret ist im Rattennest, das ich in der Hektik übersehen habe. Ne, gucken wir mal kurz. Also, hier ist der Weg nach unten gewesen. Hier wäre der zweite Ausgang. Angeblich. Das müsste dann eigentlich hier irgendwo sein. Höchstens vielleicht hier drin. Ne, habe ich mich verguckt? Nö. Also gut, dann gehen wir die Waage an, die unten auf uns lauern. Das dürfte interessant werden. So, wir springen mal gezielt runter. Au, lassen uns gleich in der Ecke drängen. Los, schieß. Und der stirbt nicht. Nein. Gleich laden. Nochmal versuchen. Also nicht in eine Ecke drängen lassen, wie ich es gerade gemacht habe. Sondern immer gucken, dass wir irgendwie tanzen können. So, danke fürs Laden. Hier müsste ja soweit alles geklärt sein. Also wieder zurück zu dem Wagloch. Du kannst auf deine Wumme umschalten. So. Einmal runterfallen. Wow. Okay, da wurden sie gut getroffen. Wow. Aua. Ja. Na toll, jetzt lasse ich mich wieder gleich in der Ecke drängen. Oder auch nicht. Glück gehabt. Du trink mal einen Heiltrank. Wow. Sehe ich das richtig, dass es nur 4 Stück sind? Wow. Ja, ich glaube, das sehe ich richtig. Und einer flieht sogar schon von mir. So. Einer ist weg. Jawohl, der schläft. Oder hat geschlafen. So, das ist das Doppelpack, das ich nicht so gerne habe. So. Vorsichtig vor dem letzten Einzelnen. Den sollte ich erstmal loswerden. Wow. Ja, jammed, Level up. Sehr schön. So, jetzt kann ich hier rumtanzen. Immer noch jammed. Na komm. So. Geht das doch viel einfacher. So, zweiter weg. Letzter weg. So. Essen. Jede Menge Steak. Und hier war, glaube ich, ein Heiltrank, oder? Ne, eine Rage Potion. Okay. Ein Heilpilz. Sogar noch einen hergestellt währenddessen. Ah ja.
Fackel aus der Hand legen, kurz rasten. So. Kannst die Fackel wieder in die Hand nehmen. Jetzt machen wir Level ab erst einmal. Fangen wir bei ihm an. Ne, fangen wir bei ihr an. Sie kriegt erstmal Accuracy. So. Jetzt kann sie von der zweiten auszuschlagen. Sehr schön. Dir sollte ich Light Weapon geben, dass du auch mal einen Skill kriegst. Und dir, glaube ich, Heavy Weapon. Wobei Athletics auch gar nicht mal so schlecht wären, dass ihr mehr aushaltet. Aber nee, ich glaube, Light Weapon und Heavy Weapon ist erstmal besser, dass ihr mehr Schaden mit euren Waffen auch macht. Und du kriegst Earth Magic. So. Dann kannst du jetzt schon mal den da aus der Hand legen und müsstest genau den da zaubern können. Kannst du noch irgendeinen zaubern? Fire, Air Magic, Earth Magic, Scroll of Poison Bolt. Nee. Und ja, eigentlich bräuchtest du einen Heiltrank, aber das sparen wir uns. Ich gebe mal einen Heiltrank an dich weiter und den Rage-Trank kriegst bei du. Ja. Oh, noch ein Heilpilz. Und damit öffnen wir hier die Tür. Noch ein Heilpilz. So, ich glaube nicht, dass das hier unten alles war. Also ja, es war schön, dass wir ein Level abbekommen haben. Erst einmal ist hier noch ein Blowpipe. Ach, und übrigens, uns fehlt noch mindestens ein Blowdart Essen. Muss ich mich mal umgucken. Ich habe nämlich, hatte nämlich schon 5. Genau, da ist Nummer 6. So, nochmal was zu essen. Habe ich den Blowpipe jetzt mitgenommen? Ja, habe ich. Aber ansonsten ist hier nichts mehr, gell? Nein, es war nur ein Blowdart, schade. Und ein Haufen Überreste von Leuten. So, könnte hier unten theoretisch irgendwas noch sein. Ich gehe mal die Wände ab, kurz die Wände abchecken. Nein, 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 nö. Hier ist nur das, der Ausgang. Wieder mal. Hier ist nichts. Hier ist auch nichts. Hier haben wir die Tür geöffnet. Und ja, das klingt komisch, wenn man mit der die Behinderung läuft. Aber nee. War ein kleiner netter Kampf. Oh, nebenbei. Welchen Knüppel? Der Knüppel hier. Den kann ich jetzt besser benutzen. Der könnte nämlich jetzt einen Bash machen. Ja gut, probieren wir das mal aus. Also einfach halten. Bash. Ja. Cool. Okay. Dauert nur sehr, sehr lange zum Nachladen. Ja. Dann wieder hoch. Und wir landen genau wieder hier. Vor der Giftfratze. Kein Knopf, kein Knopf. Nee. Und wie gesagt, da müsste ich in den Teleporter reinspringen. Will ich das? Also ja, nochmal in den Teleporter reinspringen und das Gebiet mit den Skeletten kurz absuchen, ob da nicht irgendwo noch ein Secret verborgen ist, der zu diesem Geheimausgang führt, weil das würde am meisten Sinn machen. Von hier nach da. Wupp, wupp. Wupp, wupp. Ja, das würde Sinn machen. Und ich glaube falsch.
Und ja, ich bin tierisch langsam. Ja. So, wir haben das geschafft. Also speichere ich noch mal kurz ab. LP 018. Und ja, wie gesagt, ich habe das Speichern nur an Kristallen aktiviert. Also werde ich das Speichern so oft mitnehmen, wie es möglich ist.